hoffe, Sie sind jetzt nicht böse, aber Elisa wollte es unbedingt. Eine gute Idee. Es ist ja nicht einfach, ein Fest zur Holterdiepolter auf die Beine zu stellen. Ach, das schaffen wir schon, Hilma. Ich finde, Elisa hatte da einen ganz großartigen Einfall. Nun sag schon, was los ist, Elisa. Wir machen ein Fest. Ein Fest? Ja, für alle, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Wie hinter den Kulissen? Also, ihr habt doch gestern alle Dankesbriefe für die Weihnachtsgeschenke von den Kindern aus der ganzen Welt bekommen, stimmt's? Ja, ich hab mich so gefreut. Ich hab sie schon so oft gelesen. Wie bei uns, Papa, platzt bald vor Freude. Wir können uns vor Briefen kaum retten. Wir sind alle ganz stolz. Wie bei uns. Mein Vater trällert den ganzen Tag vor Vergnügen. Das meine ich. Die Briefe bereiten so viel Freude, aber nur diejenigen, die die Geschenke fertiggestellt haben, bekommen auch welche. Aber damit sie überhaupt fertiggestellt werden konnten, haben ja noch eine Menge anderer Leute mitgearbeitet. Der Nikolaus hat mir gesagt, dass das die Arbeiter hinter den Kulissen seien. Ohne sie läuft nichts. Ach, jetzt verstehe ich. Weil die Kinder das nicht wissen, kriegen sie auch keine Briefe. Genau. Zum Beispiel Herr Teubo, der Holzfäller, und Herr Salomo von der Mühle. Und Matthias, der die Briefe gebracht hat, hat selbst keinen gekriegt. Herr Helme und Herr Pecker vom Sägewerk sind auch völlig leer ausgegangen, das weiß ich. Und genauso ist es bei Almas, der sich um die Rentiere kümmert. Stimmt überhaupt. Als ich gestern mit Herrn Almas unterwegs war, kam mir die Idee, dass wir ein Riesenfest machen sollten für alle, die keine Dankesbriefe bekommen haben. Also Elisa, das ist die beste Idee, die du je gehabt hast. Finde ich auch. Bravo! Das ist toll. Darüber werden sich alle freuen, ganz sicher. Also abgemacht. Jetzt müssen wir uns aufteilen und dann laden wir alle ein. Also Corinna und ich, wir gehen gleich mal Herrn Teubo besuchen. Gut, dann laden Ida und ich Herrn Salomo ein. Und ich flitze zu Herrn Almas. Und ich werde die Männer vom Sägewerk einladen. Ich mache lade auch Herrn Bihitori und Tilo ein. Der Dankesbrief für die Spieluhr war nur für Seppo. In Ordnung, das geht klar. Bis später, Elisa. Ich esse sehr gerne Erdbeertorte, noch lieber ist mir Brot mit Speck. Gibt Sauerkraut, fehlen mir die Worte, und Käse frisst die Maus mir weg. Ich könnt den ganzen Tag nur essen, so richtig satt werd ich wohl nie. Ich kann den Hunger nicht hereinspaziert. Guten Tag, Herr Salomo. Na, wenn das keine Überraschung ist, Ida und Oliver besuchen mich. Was hat euch denn so ganz allein hierher geführt? Herr Salomo, wir wollten uns für Ihr gutes Mehl bedanken. Ja, danke. Nanu, nanu. So? Dass ich schon so groß und stark bin, das habe ich Ihrem guten Mehl zu verdanken, Herr Salomo. Ohne Ihr Mehl gibt's auch nicht die vielen leckeren Plätzchen. Oho, ihr macht mich ja ganz verlegen. Seid ihr nur deshalb hierher gekommen? Also ehrlich gesagt, nicht nur deswegen. Wir wollen Sie nämlich zu einem Fest einladen. Zu einem Fest? Warum das denn? Sie müssen unbedingt kommen, Herr Salomo. Alle Weihnachtshelfer sind eingeladen. Ich glaube, ich verstehe. Ihr macht ein Fest für alle, die keine persönlichen Dankesbriefe von den Kindern erhalten haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Der Einfall ist ganz großartig. Da komme ich natürlich gern. Hab vielen Dank. Einen Moment noch. Ich muss hier nur noch ein wenig aufräumen. Na klar. Ich halt nicht. Wie bitte ein Fest im Nikolaushaus? Wenn Sie hier im Wald die Bäume nicht fällen würden, dann hätte man gar kein Holz zum Verarbeiten. Unser Großvater sagt immer, dass die Hölzer, die Sie ihm bringen, absolut erstklassig seien, Herr Teubo. Tatsächlich, da bin ich aber stolz. Ja, das stimmt. Und Markus Vater hat genau das Gleiche gesagt. Wenn es keine Sägewerke gäbe, dann wären wir hier alle ganz schön aufgeschmissen. Du solltest ruhig zu dem Fest gehen. Ja, du hast recht, das mache ich auch. Ich freue mich darüber, dass die Kinder die Bedeutung meiner Arbeit zu würdigen wissen. Weißt du, Elisa, eigentlich sind ja die Rentiere diejenigen, denen man danken müsste. Ja, ihr habt wirklich alle tolle Arbeit geleistet. Denkst du nicht, dass die Tiere ganz schön sauer sein werden, wenn ich allein zu eurem Fest gehe? Das glaube ich nicht. Bretto und Laura, hört mal, ihr beiden. Ich verspreche euch, dass ich euch später ganz viel Moos bringe, wenn ihr mir Herrn Almas für kurze Zeit ausleiht. Sehen Sie, Herr Almas? Ihre Rentiere geben Ihnen Urlaub. Ich gebe mich geschlagen. Dann werde ich als Ihr Vertreter zu eurem Fest kommen. Ach, Vater, du und Tilo, ihr müsst einfach hingehen. Bitte. Nun kommen Sie doch mit, Herr Bihitori. Alle anderen warten doch schon. Markus. Was denn?
Hier ist keiner neidisch, weil er keine Briefe bekommt. Was macht ihr Kinder euch für merkwürdige Gedanken? Vater, was redest du denn da? Du weißt doch selbst, dass das gar nicht stimmt. Reg dich nicht auf! Ich gehe schon mal vorher, Bihitori. Tilo, wir sehen uns dann gleich. Bis später, Akkus. Und so kamen alle, die von den Kindern eingeladen wurden, zum großen Fest ins Nikolaushaus. Ich glaube, du solltest langsam nach unten gehen. Ja, wenn ich fertig bin, gehe ich runter. Ist das nicht eine rührende Idee von den Kindern? Allerdings, die Kinder haben oft ein feines Gespür. Ich habe noch nie daran gedacht, ein Fest für die Arbeiter hinter den Kulissen zu geben. Ja, bitte? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass alle Gäste da sind. Ich bin gerade fertig. Gehen wir. Wunderbar, so wie es aussieht, sind wir jetzt vollzählig. Herr Bihitori und Tilo sind noch nicht hier. Du hast sie doch eingeladen, oder? Ja, eingeladen habe ich sie schon, aber... Können sie denn nicht kommen? Ich hatte eher das Gefühl, dass da dicke Luft war. Guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Guten Abend. Es war die Idee der Kinder, dieses Fest für euch zu veranstalten. Den Grund dafür kennt ihr ja sicher, oder? Ja, natürlich. Es tat ihnen leid, dass an uns keine Briefe persönlich adressiert waren. Mich beeindruckt sehr, wie gut sie unsere Arbeit hinter den Kulissen anerkennen. Ja, das gefällt mir auch. Ich freue mich, dass ihr das Fest so schön organisiert habt. Eines allerdings habt ihr allesamt falsch verstanden. Oder besser gesagt, eines konntet ihr nicht wissen. Maria, wo ist denn das Tablett? Hier ist es. Dann sind ja noch welche übrig. Die Dankesbriefe, die ihr hier seht, sind an alle Zwerge gemeinsam. Also an niemanden persönlich gerichtet. Ich hatte dir doch gesagt, Elisa, dass wir nur die Briefe austragen, die an ganz bestimmte Personen gerichtet sind. Sagen Sie mal ehrlich, haben Sie gewusst, dass es noch andere Briefe gibt? Ja, das wusste ich. Herr Nikolaus hat mich die Briefe jedes Jahr lesen lassen, wenn ich fertig mit dem Austragen war. Ach, wirklich? Wussten Sie das auch, Herr Salomo? Ich muss gestehen, dass ich die Briefe auch jedes Jahr heimlich gelesen habe. Na sowas. Ach, das heißt also, ihr würdet heute kein Fest veranstalten, wenn ihr von den Briefen gewusst hättet. Naja, ich weiß nicht. Moment mal. Es ist doch egal, ob die Briefe an Einzelpersonen gerichtet sind oder nicht. Ich finde es Grund genug zu feiern, dass die Kinder sich nicht nur für die Arbeit hinter den Kulissen interessiert haben, sondern sie auch zu schätzen wissen. Das stimmt. Obituri, Tilo. Das habe ich leider auch erst sehr spät begriffen. Tilo war richtig sauer auf mich. Du übertreibst, Vater. Markus, bitte entschuldige wegen vorhin. Schon vergessen. Worum geht es hier eigentlich? Ach, das ist jetzt völlig unwichtig, Nikolaus. Aber jetzt sind ja alle da. Da kann die Feier ja losgehen. Na endlich, ich komme schon um vor Hunger. Und ich erst. Fangen wir an. Ich habe gehört, hungrige Kinder werden fuchsteufelswild. Und wer will sich schon freiwillig einer derartigen Gefahr aussetzen? Lass mich nur aus. Hier bitte, Kekse und Apfelkuchen. Hier, Tilo. Danke vielmals. Herr Bihitori? Danke. Dieser ist für Almas. Dankeschön. Lesen Sie ihn vorher, Almas. Herr Salomo, was steht denn in Ihrem Brief? Einen Moment mal. Na sowas, das ist ja eine Bitte für ein Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr. Was? Hier schreibt ein Kind, dass es den Herrn Nikolaus sehr gern heiraten möchte. Das geht nicht, der hat schon Maria. Ja, keine Sorge, Corinna, mich wird er in diesem Leben nicht wieder los. Gib mir zur Sicherheit den Brief lieber heimlich wieder, Teufel. Was willst du? Du lieber Schreck, du bist ja immer noch da. Die Tontos waren sehr glücklich über die vielen Dankesbriefe der Kinder. Und Elisa und ihre Freunde haben entdeckt, wie wichtig die Leute sind, die beim Anfertigen der Geschenke hinter den Kulissen arbeiten.